Och. Nee, lass mal ruhig, Teddy. Bin hier natürlich genau reingelaufen. Irgendwo waren wir da auf jeden Fall. Ich, bin ja manchmal echt unschlüssig, ob ich denn alles so richtig verstehe und tue. Vertrauen tue ich mir ja auch nicht so oft. Nee, das muss ich mir auch echt verdienen, also von mir selbst. So, jetzt aber, sag mal, ist das jetzt der Überlebensmodus? Den hatte ich aber eigentlich nicht unbedingt erwartet. So, kommt da jetzt noch jemand? Dann steige ich aus. Wir haben hier Bömpchen, das ist ja ganz toll. Das ist ja echt richtig toll. Nun gut, wo genau sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Vielleicht die Abkürzung, um das Spiel zu beenden. Hoffentlich nicht so. Da unten gibt es eine Schaltfläche. Und sonst gibt es ja auch nicht wirklich viel. Und die können wir... Na, es ist Schaltfläche gnadenlos getackert. So, wie rum sind wir? Können wir da denn jetzt eigentlich raus, ohne uns... Aua. Ich glaube, das wird wehtun. Oder brückenmäßig. Also entweder ich habe da jetzt grundlegend was vollkommen falsch gemacht, oder das gehört so. Ich möchte da auch ungern runterspringen. Das erscheint mir dann eher nicht so richtig. So. Wir sind jetzt weit unten, aber kommen sinnigerweise, oder kommen wir doch rauf? Wir kommen, glaube ich, wieder nach oben. Das ist schon mal was. Dann müssten wir uns eigentlich irgendwo hinstellen, damit wir durch das Portal wieder durchkommen. Wobei ich, Alter... Achso. Ah, ja. Ich hab's gesehen, Und während ich das hier alles mache, muss ich natürlich auch ab und an die CPU-Temperatur im Auge behalten. Nicht, dass er wieder abschmiert, das wäre jetzt nicht unbedingt in meinem Sinne. Das ist immer schön unter den... in den Spezifikationen maximalen... Leistungen quasi drin ist. Ja, und was genau hat das jetzt hier gebracht, während der epischste Sound, des Jahrhunderts und hier entgegentrailert? Ja, super viel. Wir können hier zwar eine Schleimtour machen. Nur Mann, wo ich hier gelandet bin, ehrlich. Das weiß ich schon nicht. So, achso, wir wollten ja was machen. Wir hatten ja eine Mission. So. Die war Portal suchen. Ah, ja. Okay, jetzt ergibt auch alles einen Sinn. So, und wenn wir ihn jetzt, das so machen und die Gravitation umkehren. Holy. So, dann müssten wir... Was? Den genau habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Aber das macht ja auch nichts, an illegalen Orten rumzuspielen, wobei der gar nicht so illegal war. Wir sind ja nur mit dem Fahrstuhl, also der zu einem Fahrstuhl wurde, runtergefahren. So, halt, noch nicht. Wir müssen noch ein wenig, ach, ganz toll. So. Also, irgendwas ist doch hier echt ziemlich hundsgemein und faul, oder nicht? Oder wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Das sieht anders aus als eben. Weil... Taschenlampe anmachen. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier wirklich nicht irgendwo ganz verkorkst falsch. So, da können wir die Gravitation umkehren, was ja ganz toll ist. Also nicht, dass es wirklich so eine illegale Position war. Ich will doch nur durchs Portal durch, Mann. Ist das denn wirklich so viel verlangt? Oder darf ich da nicht durch, weil wir daherkommen?
So, mal überlegen. Wir haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, uns irgendwo zu positionieren. Um dann die Richtung zu ändern, in der wir uns durch Raum und Zeit bewegen. Das könnte also heißen, also da hinten haben wir so ein Ding. Wir haben da so ein Ding, genau. Ja. Wir müssten... Ich weiß nicht, ob das eine schlechte Idee wäre. Ich meine, das hat ja schon eine Bewandtnis, dass hier so ein Ding... schon wieder... Nee, also ich bin dafür, dass wir jetzt einmal da hinten oder hier unten, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, dass da der Boden ist, dass wir das so machen. Das würde genau was nützen. Ja, genau, das ist noch das Rätsel, was ich zu lösen habe. Währenddessen ich auch gerne wüsste. Ole. Ach da. Was wüsste ich denn eigentlich so gerne? Das ist da oben auch noch so ein Umkehrding. Wenn ja, dann habe ich echt... Ach nee, den können wir gar nicht aktivieren, das ist ja ein Traum. Auch auf Kisten können wir nicht latschen. Na gut, dann... Den Weg ein wenig abgekürzt und hier so rauf. Und dann müssten wir da auch mal runter. Lass mich. Bin doch noch so ein Kleiner, du. So, ole. Wo sind wir gelandet? Was? Das war recht tief. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ja, brillant. Das sieht auf jeden Fall nach so einem Umkehrding aus, wenn ich mich nicht ganz doll irre. Das ist ja irre, du. Ja, wir könnten... Wenn ich hier jetzt umkehre, was passiert genau dann? Dann... Liegen wir einfach auf der Seite und haben wieder den Boden. Na, ist ja ein Traum. Nee. Wenn mir doch jemand sagen könnte, ob wir hier richtig sind. Irgendwie müssten wir uns auch zur Decke katapultieren lassen können. Finde ich so. Umprogrammieren ist da ja auch nicht. Und das Verstecken hier hinter gefiel mir schon so weit ganz gut. Holy. So, ach Manu, ach so, wir fallen immer ein bisschen zu tief. Also ich wage jetzt noch einen letzten Versuch und dann laden wir neu. So geht das ja nicht, also... Mich beschleicht nämlich immer mehr das Gefühl, dass wir hier eigentlich nicht so richtig hingehören. Also dass es auch nicht dem zum Spielverlauf dazugehört. Nur so ein Gefühl. So, auf jeden Fall zu tief zu fallen ist nicht sonderlich gesund. Ich will jetzt aber auch nicht den Entwicklern unterstellen, die hätten hier was vergessen. Wir haben hier Bomben. Die sind da einfach runtergerollt wahrscheinlich. Können wir mit denen irgendwas aufsprengen? Das sieht sehr danach aus. Seht ihr wahrscheinlich genauso, dass es hier Unmengen an zerstörbaren Objekten gibt. Die... Na, so nicht. Ich wollte die Taschenlampe ausmachen, genau. So, das war ja erfolgreich. Na gut, dann ist das einfach nur so ein ganz normales Bombenspeiling. Nun gut, unsere einzige Möglichkeit hier unten, down below, ist... uns andersrum zu machen. Jetzt stehen wir auf dem Ding drauf, das ist natürlich toll. Das ist ganz toll. Ja, brillant. Also, mit dem Knopf können wir uns immer nur wieder in diese Position befördern. Und mit dem Knopf da unten können wir uns in diese Position befördern. Und mehr Möglichkeiten habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Das tut mir ganz doll leid für die Leute, die jetzt denken, ach, das ist einfach, das kann ich ja. Also so, Mann oh Mann, ist das einfach. So. Oh. Mann, oh Mann, ist das einfach. Na, ich, hab nichts gesagt. Entschuldigung. Mein Fehler. So, und wo genau sind wir jetzt wieder gelandet? Also, unser schöner Aufzug ist jetzt ja auch nicht mehr so da, wo er mal war, ne?
Gehört das so? Wir können einen Shuttle steuern, haben immer noch keine Monster. Aber will ich das eigentlich, wenn da die ganzen Steinchen herkommen? Ich glaube, ich fliege einmal eine Runde nach... Ach, Herr Jemini. Und er ist doch... Was? Ach so, ja, wir haben Besuch hier. Moment, da können wir eigentlich mal Folgendes machen. So nicht, ich wollte ihn mitnehmen. Das möchte er aber nicht, während die Steinchen hier neben uns einschlagen. Na gut, so geht das ja auch. So. Na gut, der hat jetzt seine Beine verschossen. Haha, doof Mann, fall doch. Trotzdem schießt er noch weit, obwohl er weiß, dass keinen Sinn hat. So, immer draufi, draufi. So, ups. Aua, das tut, glaube ich, weh, in die Unendlichkeit zu fallen. Das ist nämlich ganz schön weit bis zur Unendlichkeit. So. Na gut, wir haben, glaube ich, keine sonderlich großen Anlegplattformen und hier können wir vermutlich auch nicht raus. Die Vermutung war vermutlich richtig. Und ich glaube, wir verzieseln uns hier mal lieber schnell, bevor die dicken Steinchen kommen und uns ausradieren wollen. Dann sind wir nämlich ratzeputz weg. So, toll. Da haben wir mal wieder was entdeckt, wo ich keine Ahnung habe, was es denn eigentlich ist. Oh, eine Kanone, nämlich genau seine Kanone. Aussteigen können wir auch nirgendwo anders. Von daher... Waren wir hier eben auch schon? Nicht so, ne? Aufstieg. Dö, dö, dö. Hoffentlich sind wir jetzt richtig gegangen. Und wohin steigen wir auf? Na gut, war ja auch zu einfach. Ach, da. Das ist jetzt aber zum Einfrieren, ne? Ja. Was sieht aus denn das jetzt wieder? Ach, Energiebarriere. Wo wir uns einen ziemlichen Schnupfen holen. Die wir sicherlich damit, oh ja, genau so ausmachen können. Glücklicherweise kommen noch keine Münsterchen her. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wollte sagen, das soll besser auch so bleiben. Aber man möchte sich nicht... Boah, ach du heiliger Bimbam. Was ist da draußen los? Da geht ja nicht richtig die Party. Lassen Sie mal. So, wir haben zum Einfrieren. Ich weiß nicht, ob das so effektiv gegen die ist, aber das können wir mal ganz rasch ausprobieren. Haben ja immerhin einen Versuch. Oh ja, das ist sehr effektiv hier. Vielleicht mal sowas. Das wäre gar nicht so verkehrt. Der kleine Falke lenkt die schön ab. Ja, das, genau, soll man immer machen. Vielleicht aber tackern. Das wäre jetzt gerade mal, glaube ich, die beste Option. Bevor die wieder mit ihrem Granatenschmiss anfangen. Mich, das hat uns gleich erledigt. Also gleich, genau. Hey, wo sind wir hier denn gelandet? Das sieht deutlich anders aus. So, 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 so. So, noch irgendjemand im Bunde hier, da so? Genau. So, und bevor ich mich jetzt nochmal killen lasse, sage ich einfach mal sehr ungewohnt nach ganz kurzer Zeit so, wir sehen uns gleich wieder. Dann gucke ich mal, ob es dem Laptop noch gut geht, nicht, dass er tot ist und so, und dann geht's gleich weiter. Okay, tschüss. Aufstieg. Und ich schleiche mich mal ganz heimlich und leise wieder ein, nachdem ich das letzte Mal aus Angst, falsch gelaufen zu sein, um mich nicht weiter zu verunsichern, einfach mal nachgesehen habe, ob ich mich verlaufen habe, und dem ist nicht so der
Dem ist nicht so, ist nicht so der Fall. Nur, ah, genau, da war was. Den hätte ich schon fast wieder vergessen, den alten Halunken.